Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Ark Scorched Earth. Wieder zusammen mit der Danu. Servus. Servus, du Rumrennender. Und, Du Rumrennender. Ja. Kleinen Schwenk muss ich doch mal machen auf unseren Dino-Parkplatz hier, den Xar gezaubert hatte. Und wir haben ja in der Zwischenzeit dann wieder mit dem Krokodil und auch dem Mantis, und bei Mantis sind wir uns mittlerweile sicher, das wird nicht der letzte bleiben. der macht doch mittlerweile relativ viel Spaß. Vor allen Dingen haben wir auch noch ein paar Tipps bekommen, dafür herzlichen Dank auch. Das mit der Sichel zum Beispiel haben wir völlig verpeilt. Der farmt ohne Sichelfiber. Hey! Der farmt ohne Sichelfiber, das heißt, da brauchen wir diese Sichel gar nicht. Und ansonsten ist der sehr, sehr gut, um alles, was steinig ist, irgendwie zu farmen. Metalle, Steine, ja. Der ist super. Genau, dafür ist er super, da wird er jetzt noch ordentlich. Er hat übrigens schon 480 Kilo mittlerweile. Ja, aber das ist ja noch recht wenig. Ne? Ist schon einiges mehr. Sehen. Genau, habe ich doch richtig erkannt, da hinten. Und beim Argentavis ist auch noch eins. Ja, wir haben so viele Spinus, dass wir unbedingt Argentavis-Eier brauchen. Ja, ja. Total. Und da beim Terrorbird übersiehst du das gleich, gell? Da bin ich eiskalt dran vorbeigelaufen, sowas aber auch. Mantis ist aber das Stichwort, wie gesagt, da werden wir bestimmt noch ein paar holen. Viel Spaß, mach Fly. Nee, ich bin auf dem Türdi aufgestiegen. Oder so. Wir wollen für die einen kleinen Unterschlupf bauen. Und da hinten in der Ecke bietet sich eine Stelle an. Ich habe einfach aus Spaß mal Folgendes gebaut. Einen ganz kleinen Stein. Ach so, den ganz kleinen Stein mal aufgebaut. Ich habe ihn gerade mal aufgebaut und ich muss sagen, also einen ganz kleinen zierlichen Stein. Dieser Stein kommt mit dieser Echo Scorched Earth Mod, also unserem kleinen Häuschen, was wir dort hinten haben. Und diese Mod ist wirklich schick. Und damit haben wir uns überlegt, kann man was machen? Ich hole gerade die Unterstützungssteine, ja. Genau, so als Durchgang mitten in der Basis eher sinnlos. Aber so als Höhleneingang für Mantis. Und da habe ich dann hin und her überlegt, wie man das machen könnte. Weil wir so eine Höhle bauen, also wenn man einen Höhleneingang hat, aber dann dahinter irgendwie ein Haus, sieht auch scheiße aus. Wir wollen das also versuchen, komplett mit Stein zu verkleiden. So. Das Problem ist, lassen wir nochmal stehen, den dicken, ja. So, hier. So. Ich sehe natürlich gar nichts, ne. Ich baue den jetzt mal blind, mehr oder weniger. Aber ich glaube, so ist es gut. Da oben ist er leicht drin. Links ist er drin, ja, so. Ja, dann können wir den Stein ja doch stehen lassen. Naja. Ja, wir müssten draufbauen. Das ist das Problem. Ja. Also weg mit ihm. Habe ich mir da überlegt, wie man das jetzt hinkriegen kann. Wir hauen mal weg, genau. Wir haben die Sache folgendermaßen. Ja. Kannst du mal einen Stein fallen lassen, Danu? Welchen? Oder zwei. Oder einfach Steine. Ja, du meinst aber die von Scorched Earth. Ja, ja. Ja, bitteschön. Wunderbar. So, wir haben also auch weiterhin die Steine von dieser Echo-Mod und da benutzen wir jetzt mal einen. Ihr seht, ich habe hier eine Säule gebaut und jetzt sogar auch die Säule. Was ist das denn? Wir brauchen nicht mal mehr die Ceilings. Eigentlich wollte ich noch Ceilings oben drauf bauen, aber das Ding ist, brauch's wir können nicht. Den jetzt so bauen, dass der da über die Säule ist, dass man die Säule nicht mehr sieht und anschließend können wir einen Stein oben drauf setzen. Tatsächlich, der snappt auf die Säule. Das fand ich jetzt cool. Sehr, sehr cool. Und dann können wir da einen Stein oben drauf setzen, weil wir da unten drunter eine Säule haben. Den können wir dann noch ein bisschen verdrehen oder so, damit das nicht so, nicht so gleichmäßig aussieht. Oder von der anderen Seite bauen. Das ist ein bisschen tricky mit Säule. Wahrscheinlich ist es mit Foundation doch besser. Einfacher so. Zumindest, ja. So, und dann können wir da tatsächlich Steine aufeinander bauen über diese Art und Weise. Mhm. Und somit dieser Höhle auch eine echte Steinwand, eine echte Höhlenwand geben. Das ist das Ziel. Aber das gefällt mir gerade ganz gut. Und könnte ich jetzt die Säule hier noch irgendwie wieder reinsetzen? Ja, nee, das müsstest vorher, doch, oder? Das geht. Zack. Okay. Und dann kann ich da wieder eine hinsetzen und anschließend unten drunter wieder einen Stein und oben drauf wieder einen. Mhm. Also theoretisch jetzt auch direkt oben drauf. So. Ja, und unten drunter geht auch wieder einer. So können wir dann eine schöne Steinwand bauen. Nee, den. Achso, doch, geht, ja. Finde ich nicht schlecht, oder? Ja, vor allem kriegst also, jede Struktur hin. Eben. Werden wir also mal machen. Zumindest probieren, sagen wir es mal so. Und hier machen wir auch noch Pickup. Und Pickup, dann geht es jetzt eigentlich im simplen Fall. Machen wir noch die Büsche weg hier. Ja, die Ceilings brauchen wir dann oben fürs Dach, weil wir wollen ja das Ganze auch noch verdachen. Soll das abreißen, die Büsche hier, oder?
Ich denke schon, oder? Kann irgendwie nicht krabbeln. Soll ich das Tor nochmal wegmachen? Achso, du kannst nicht krabbeln, okay. Vielleicht, wenn man sich duckt? Nee. Danu macht das. Ja. Danu hat den grünen Daumen. Nee, es ist eher ein brauner Daumen in dem Fall. Die sind ja doch eher weg. Hey! Einen grünen Daumen hätte ich mir ja. Okay, den hätte ich nicht. Sag's mit Fassung. Ja. So. Einen grünen Daumen kauft Maken ab. So, ich habe da jetzt mal die beiden dahin. Mhm. Mal gucken, ob das reicht. Du hast ja auch noch ein paar Steine, oder? Ja. Dann setze ich mal die unteren. Okay. Uah. Kann ich so. Uah. Kann ich so einfach. Die snappen um. Uah. Uah. So, einmal. Und. Rein, so. Wo ist mein zweiter Stein? Habe ich den noch? Ach, der ist noch da. Okay, Moment. So, guck mal, ob du da jetzt oben drauf was. Aha, einmal. Das ist, ja, den könnte man noch ein bisschen drehen. Mhm. Du kannst das. Achso, du hast das jetzt von drinnen am Bord. Ja, den mache ich hier gerade nochmal. Versuchen wir nochmal zu drehen noch ein bisschen. Gott, wo ist denn die Säule? Ah, so komme ich drauf. Wie hast du den dann so gedreht? Jetzt? Ich bin im Stein. So, ich habe ihn wieder. Du bist im Stein. Gut. Ich war gerade im Stein. Ah, da haben wir ein Loch, sowas. Aha. Das Problem ist ja echt, dass man nicht sieht. Also, ich weiß eigentlich nicht genau, was ich da tue. Nee, das, ach, das du da nur, aber das sind wir doch gewohnt, oder? Nein, also, nicht so. Nicht so. Ein bisschen nein. Mehr meinst du, da sind wir schon. Ja. Ansonsten baue ich. Wie hast du den gesetzt hast? Weißt du was? Moment, da hast du. Das zeigst du. Ach, jetzt darf ich das wieder. Ja, bitteschön, da unten liegen noch 3 Steine für dich. Dann mache ich das mal so. Aber Moment. Du weißt schon, dass du noch Säulen bauen musst, oder? Ja, mache ich ja gerade. Achso, gut. Okay, stimmt. Die muss ich erst noch bauen. Mhm. Weil da sehe ich sonst nicht, wo sie ist. Okay, so. Jetzt wird es spätestens schwierig. Weil jetzt will er ganz nach oben gleich snappen. Mhm. Nee, ich glaube, diese Säule müssen wir blind reinsetzen später. Hihi, das wird lustig. Hihi, ich freue mich. Mhm. Warum glaube ich dir gerade nicht? Ach doch. Sowas macht Spaß. Das ist okay. Jetzt. Das ist mal was man sonst wirklich nicht bauen kann. Mhm. Und was ausgefallen ist, was vielleicht noch keiner gebaut hat, wäre schön. Also sowas freut mich immer, wenn man sowas rausfindet. Mit einer Mod, dass man neue Möglichkeiten sich rausholt, sozusagen, ja. Aber da könnte man doch eigentlich, warte mal, da brauchst du keinen Longstein. Moment. So. Oh Gott. Und auch hier machen wir das so. Pick up Pillar. Und. Probier's hier mal mit den anderen. Ja, oder und so. Da dann Pillar und da oben drauf dann. Oh, weiß nicht, ob ich den Pillar jetzt richtig gesetzt habe. Nee, der ist dahinter gesnappt. soll ich dir noch Steine bauen? Weil ich glaube, das werden es wenig sein. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt hast, aber vermutlich dann, ja. Du brauchst noch ein paar. Oh Mann, überall stehen Drachen im Weg. Könnte man einen Drachenparkplatz bald bauen? Mhm. Mhm. Der sollte ja eigentlich hier hin. Ich weiß. Stimmt voll gut. Oh, ich muss mal was trinken. Da wird sich der ein oder andere bei uns jetzt hier in der Basis sicherlich freuen, wenn wir den Drachenparkplatz hier gerade voll bauen mit einer Höhle. Ja, egal, wir bauen es woanders hin. Ja, das dann erweitern wir die Basis zur Not. Nee, wir haben ja noch genug anders Platz und wir wollten es ja eher oben hinstellen. Ja, eigentlich schon. Ich denke, Platz ist noch genug. So, von den Long. Noch so ein Tor brauchst du aber jetzt nicht.
Nö, nö, nö. Weil wir vorher kurz überlegt haben, ob wir nicht zwei aneinander stellen. Nö, glaube nicht. Das ist aber tricky hier hinten. Okay, machen wir mal anders. Hier hinten würde ich es fast probieren mit anderen Steinen, Koja. Jetzt hab ich's. Ich hab genau gesehen, dass du in den Stein reingeschaut hast. Nein, ich hab keinen Ghost an. Okay. Ich hab keinen Ghost an. Ich hab den gebaut, da war ich kurz drin, aber ich hab keinen Ghost an. Das muss ich an dieser Stelle von mir weisen. Bitteschön. Sieht gut aus, oder? Ja, aber du brauchst ja, noch welche so drauf. Gleichmäßig sieht's aus, aber. Ja, noch mal oben drauf, oder? Ich fürchte es auch. Wir haben uns ja damit geschätzt, dass wir vier brauchen. Ich fürchte nur, dass die vier nicht reichen werden. Ich fürchte nur, jetzt muss ich dann doch bald Ghost machen. Ich probiere es mal weiterhin so. Eigentlich jetzt snappen. Geht nicht. Pillar is out of placement range. Das ist eine ganz doofe Meldung. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, den habe ich jetzt wieder nach hinten gebaut, den Pillar, oder? Ja. Schau ich mal an, was Kuya da macht. Das ist bauen für Fortgeschrittene, kann ich sagen. So, jetzt mal gucken. Ja, jetzt kann ich wieder oben bauen. Basenbau für Fortgeschrittene oder Weggelaufene, kann man sich noch überlegen. So. Der ist weggelaufen, kann man ja nachher noch machen. Out of Placement Range. Habe ich ihn hoffentlich gesetzt. Guck mal auf die andere Seite, ob da ein Pillar ist. Ja, irgendwo. Da ist ein Pillar. Da ist ein Pillar, das ist aber schön. Dann heb ihn auf, ich schenke ihn dir. Okay, danke. Dann baue ich den wieder von der anderen Seite. Das ging scheinbar besser. Hoffe ich. Nee, jetzt ist... Oh Mann, fröhliches Pillerraten, meine Damen und Herren. Ist er jetzt auf der anderen Seite? Nein, ja. Ja? Danke, ich behalte mal. Warte mal, lass ihn mal. Mhm. Jetzt? Jetzt habe ich zwei hier. Jetzt hast du zwei, okay. Jetzt? Jetzt nicht, nein. Jetzt nicht. Dann habe ich jetzt endlich getroffen. Vielleicht? Ja, habe ich. Aber ich glaube, der Stein sieht scheiße aus, oder? Von der anderen Seite kann er sein. Nö, das ist okay. Es soll ja nicht so hundertprozentig gleich aussehen, oder? Ich dachte nur, der würde, weil hier vorne habe ich so eine Mulde. Aber nö, sieht gut aus. So, und jetzt könnte man eigentlich sagen, okay, jetzt bauen wir noch die Pillar hier oben raus. Okay, schaust du mir auf die andere Seite, ob da was kommt? Ja, ich komme. Ups. Kannst? Nein? Nix? Nix. Unfassbar, ich hab's getroffen. Schau dir das an, Danu. Wow. Welch famose Kunst. Bin fasziniert. So, und was machst du jetzt? Jetzt mache ich dumm gucken. Nee, pass mal auf hier. Wie das dann gleich aussieht. Du wirst staunen. Du wirst jubeln. Ich lass mich mal überraschen. Er guckt nämlich nach unten durch, obwohl der andere Stein da fast besser aussieht dann als Dach. Ne, der guckt nach unten durch. Wenn man jetzt da oben flächendeckend Stein drauf macht, haben wir auch wieder so eine Steindecke. Und wie schaut's damit aus? Perfekt. Genau so muss es sein. Diese Steine müssen's. Ja. Genau. Ich denke auch. Ja. Dann schaue ich mal, wie weit ich jetzt hier komme mit der Pillar-Unterstützung. Ich glaube nicht so weit. Nee, nicht Walk. Fly wollen wir nochmal anmachen. Und hier sind wir so frei. Unten jetzt aus? So. Ja. Ja, hier brauchen wir jetzt wieder Pillar. Das heißt, auf der anderen Seite machen wir das. Und dann müssen wir mal gucken. In der Mitte müssen wir wahrscheinlich eine Säule hoch machen. Aber vielleicht gibt es da... So dünne Steine gibt es nicht, oder? Dass man so eine Steinsäule bauen könnte. Naja, das Kleinste, was ich habe... Warte mal, wären... Das sind die Long. Da habe ich die Small. Das wären diese hier. Könnte man noch überlegen. Wenn wir in der Mitte so eine Steinsäule hätten, eventuell... Das sind echt die kleinsten, das ist natürlich puh. Ja.
Naja, Aber guck momentan, mal, es gibt warte nur mal, warte mal. vier. Das würde natürlich passen wie Arsch auf Eimer. Sorry, aber hier, das sieht. Guck mal so. Sollen wir den anderen drauf? Hast du noch einen von den kleinen? Ja. Sieben. Habe auch einen ganz kleinen, habe ich da hingesetzt. Ist aber auch wie ein Backstein, kann ich euch sagen. Ne? Ja, aber Etwas. dann ist die Höhle hier doch zu klein, oder? Weiß nicht. Also im Vergleich zu dem Platz, da ist das Ding schon ein bisschen groß, oder? Ja. Na gut. Okay, ich mache jetzt erstmal die andere Seite. Ja, ich gehe mal noch Steine holen. Brauche fürs Dach sicher noch ein paar. Und die andere Seite müssen wir auch noch zumachen. Ja, das mache ich jetzt. Das geht aber, glaube ich, relativ schnell. Hast du von den Großen noch welche da? Ich komme zurück. Du meinst jetzt von den Long? Von denen, die wir eben an für die Wand gebraucht haben, ja. Moment. Nur einen. Na Hinter gut, dann dir. nehm ich den schon mal. Gut, wie viele brauchst du noch? Nächste Frage. Wie viele brauchst du noch? So, ich nehme jetzt einfach den Drachen, weil damit bin ich schneller. So. Nur dauernd durch die halbe Basis rennen macht keinen Spaß. Von denen würde ich sagen noch drei. Ja, von denen kannst du auch für die Decke noch mal welche machen. Und dann machen Nee, wir für nicht die nur Decke die, machen wir ja die Round, oder? nicht nur, dass Okay. auch noch so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Mach mal sechs, sieben davon und von den kleinen brauchen wir bestimmt für die Decke auch noch mal sechs, sieben und für meine Wand hier würde ich auch Ich gehe nehmen. noch mal Steine holen. Zehn kleine und sechs große, sowas. Okay. Stimmt. Das nächste Mal hole ich uns das Eco-Scotch-Haus nach hinten, ja? Du, das ist eigentlich eine Maßnahme. Davon können wir auch schnell eins bauen, ne? Dann haben wir es hier. Nee, ist ja wurscht, den Stein muss ich ja trotzdem hin und her tragen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du hier in Pull-Reichweite. Nachdem ich vom Haus da drüben nicht einmal bis zu deinem Lagerhaus komme, nein. Okay. Ich muss auf die Schade. Strecke immer rennen. So, 5. 10 von den kleinen wolltest du. Ach doch, das wird da nur. Ja, klar. Bestimmt. So, jetzt fängt wieder das lustige Killerraten an. Oh, ich glaube, ich habe getroffen. Ich habe getroffen, das ist unglaublich. Beim ersten Versuch? Beim ersten Versuch. Was ist denn jetzt kaputt? Ich weiß auch nicht. Irgendwas wird hier noch. Irgendwas wird noch schief gehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird cool. Das gefällt Das mir. Spiel sagt, du hast heute schon genug gelitten. Bestimmt. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession wie unsere Absturzsession sozusagen. Ja, Ja gut, wir sind ja nicht abgestürzt, nur der nee, wir Server nicht. wollte Ja. nicht. Hier können wir auch noch einen reinstellen. Hier kommt auch noch ein Mantis rein. Oder der Wächter oder so in die Ecke. So, bleiben wir mal stehen. Und dann gebe ich da dir hier rein. So, drop. Dann drop. Und deine Säulen. Du kannst ja ein bisschen. Ah, die auch noch. Du kannst ja ein bisschen schauen, dass du das Dach weiter verkleidest. Genau, Von warte, den. dann geben wir mal von den Long noch zwei oder so. Weil dann schaue ich mal, ob ich die nicht reinkrieg. Moment. Okay. Da. Zwei. So. So. War ja nur ungefähr Angabe, also. So. Die müssen wir uns natürlich auch da reinlegen. Ja, Im Moment War fehlen noch mir halt noch besser. Ceilings. Warte mal, Achso, andere Seedlings kann ich hier geben. Idee. Seedlings kann ich hier geben, aber das Ding ist, die kann man noch nicht weiterbauen, ohne dass wir die Eben. Säulen auf der anderen Seite haben. Aber ich beeile mich. Ich Ja, ist okay. hab's bestimmt gleich. Ja. Glaube ich. Gut. Ich vertraue dir da voll. Immerhin, also, ich mir nicht. Oh je. Die Longs sind Wo zwar sind die? nett, cool, aber für die Decke absolut ungeeignet. Schau doch mal an, wie wenig das verdeckt. Ja, aber dann ist die Decke nicht so krumpelig. Also wenigstens so zwischendrin. Muss ja nicht viel, aber so ein bisschen. Weißt du? Okay.
Weil sonst sieht das auch von oben so blöd aus, glaube ich, wenn das immer nur diese Hügel da sind oben. Und die Frage ist, wie viel du von oben siehst. Wichtiger ist, glaube ich, von unten. Ja, aber wenn man drüber fliegt, einfliegt, rumfliegt oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht stellen wir ja auch die Drachen da oben drauf. Oh, das könnte ja eigentlich. Oh. Oh. Ich baue da schnell mal Steine drauf. Da oben willst du die Drachen draufstellen. Da passt genau einer drauf, vielleicht Nein, zwei. nein, 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 das war erweitern, also länger. Achso, auf Für der Höhe. und unten Ja, drunter gut, überall für damit. viele Dinos solche Katakomben. Weißt du, dass man das jetzt nur so als Also, Startschuss so von der Drache kommt aber da nicht durch, das sage ich dir gleich, weil ich habe oben meinen. drauf, nee, also oben Achso. drauf jetzt noch. Stell dir vor, wir machen da jetzt oben drauf auf diese, auf das Dach, ich mach nochmal Fly an, so. Oben drauf auf das Dach, was wir jetzt haben, wo die Steine sind. Kommen nochmal Ja. Pillars und oben über die Steine eine Decklage, also dass die gerade so oben rausgucken noch, eine Decklage Ceilings. Hier dann, dann sind die Ceilings ungefähr so auf dieser Höhe, dann guckt der Stein guckt knapp oben drüber raus. Siehst du mich überhaupt? Wo bist du? Ja, Ich weiß es gar hinter nicht. dir. Ach so. Ne, dann, der Stein guckt knapp oben drüber raus. Die Drachen landen also auf den Ceilings, weil durch die Steine würden sie ja durch. So. Und dann baut man das hier weiter. So ganz komplett nach vorne. Immer wieder solche Katakomben da wieder unten, solche kleinen Höhlen bis hierhin. Und dann in der einen Höhle Für sind halt die jede Mantis. Artzone eigene Höhle. Die Genau, in der einen Frage Höhle sind die ist Mantis, in der nur. anderen die Ankylos und Dödis und Ja, die müssen wir halt dann unten, je nach Tier, dementsprechend groß oder klein bauen. Aber es wird sicher genau. gut ausschauen. Und der Rex kriegt eine super Höhle. Ja, und obendrauf haben wir halt viel Platz für Vögel und Drachen. Richtig. Und dann finde ich, ist das auch so ein bisschen. Oh, ich brauche mal was zu essen. Bin gleich wieder da. Und Komm dann ist her. das auch so ein bisschen. Ich gehe rüber, ich brauche eh ein Na bisschen mehr. gut. Dann ist das auch so stimmig, finde ich. Weißt du, dann haben die Tiere so ein schattiges Plätzchen. Dann ist die Höhle aber fast klein, denke ich. Na gut, jetzt für die Mantis Für reicht's, die aber für Mantis andere müssen reicht's. wir weiter nach vorne bauen. Ich meine, wenn wir als nächstes jetzt zum Beispiel die Skorpione machen, dann reicht's auch, weil die sind relativ klein. Ist jetzt auch kein Kunststück, die noch weiter nach vorne zu machen. Dann setzt man das, nimmt man das Tor weg, zieht es nach vorne und macht die Wand halt noch was länger. Geht ja alles. Ja, aber das besser ausschaut, das stimme ich jetzt zueinander ausschaut dann. Ist ja doof, wenn dann eine Höhle 2 Kilometer weiter ist als die andere. Das ist richtig, ja. Aber ja, das wird man hinkriegen. Und dann erklärst du Xar, warum man von seinem Babyhaus bald nichts mehr sieht. Ja, das wird dann zur Babyhöhle. Oder Oh ja, je bei nachdem, dem also. Gespräch will ich dabei sein. Nee, was denn? Das kann man doch da rein übergehen lassen. Weißt du, rechts ans Babyhaus anknüpfen, dann die Höhlen. Die Ja. fangen dort genau an, exakt mit der Wand vom Babyhaus. Und dann zieht man sie da rüber. Geht So ein ja bisschen nicht, weil da haben gebogen. wir doch das Eingangstor. Ja, das ist doch super. Das ist doch sogar ideal. Dann macht man da genau so ein Höhlendach drüber und ums Eck dann in das Eingangstor. Also stell dir einfach vor, die linke Wand, die wir jetzt gebaut haben, ist dann das Eingangstor. Ja. Ne? Dann kommst du durch diesen Bogen da rein und hast dann so einen schattigen Hof für die Babys, wenn sie ausgeführt werden. Dann können wir aber keine Rexe züchten da drinnen, weil die werden nicht durch das Tor kommen. Aber hallo, Rexe kommen überall durch. Nein. Rexe kommen überall durch, aber hallo. Ich glaube nicht, dass du da mit Morella oder mit Morella vielleicht, aber mit Rex wirst nicht durchkommen. Bullen her, ich wette. Okay, was? Ist Okay, mir schon. egal, um den Weiterbau. Wer das hier fertig bauen muss. Das ist klar, wer das fertig bauen muss. So. Ah. Wie kommt man mit dem Rex da überhaupt raus? Das weiß ich nicht, hier musst du Xar fragen, das ist dein Patent. Okay. Gut, ich bin irgendwie rausgekommen. Es gibt jetzt nur ungefähr 2 zertrampelte Morella-Topse. Hintergrundgeräusch. Nein. Irgendwie. Na, guten Tag, bist drin, hä? Ja, okay, geht sich aus. Gut, ich lasse dir dann alles hier, du baust weiter. Nein. Ich meine, ja, du kannst mich weiterbauen lassen, aber dann schaut es nachher wahrscheinlich anders aus, als du es dir vorstellst. Dann muss ich nochmal bauen danach, mein Alter. Ich hab schon wieder eine Säule verbaut und weiß nicht, wo sie hin ist. Dann baue ich doch wieder von draußen. Sind irgendwie weg. Als die baust. Ah, hier, die eine sehen.
Nee, gut, wenn Rexe. der durchkommt, kommt der Rest auch durch. Nee, ja, das nicht unbedingt, weil Rexe sind echte Platzwunder, was das betrifft. Die brauchen ja irgendwie nichts. Oh ja, dann Mann, schon wieder eine Säule irgendwo hingebaut. Wenn wir das irgendwann abreißen, stehen da wild drin irgendwelche Säulen. Ah ne, doch, haben wir, die scheinen eigentlich gepasst zu haben. Ja, jetzt passt's. Ne, das sind die kleinen Steine, die wollen wir gar nicht. Wir wollen die großen. Ja, schau, das geht sich auch aus. Morella? Ja. Ja, dann wäre eigentlich nur. Wäre eigentlich nur Paracer das einzige Problem. Ja, das können wir nicht ausprobieren. Ja, das können wir nicht ausprobieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass sogar das auch geht. Ja, wahrscheinlich. Ah, jetzt weiß ich, was du meintest, ja. Hm? Ach, mein Sohn scheint nach Hause gekommen zu sein. Das sind die Geräusche da hinten. Ach so. Mhm. Warte mal, jetzt müssen. Die Höhe. Eine Säule muss ich da noch, oder? Oh Gott, eine muss ich noch treffen. Ach, du triffst schon. Ich vertraue doch voll auf dich. Immerhin, da hinten stehen keine Säulen rum. Oh. Betroffen. Nee. Wir haben da den fliegenden Stein. Schon wieder. Habe ich den nicht vorher erst eingesammelt? Leg ab. Ach, der eine, den man einsammeln kann, der fliegt. Ja. Ja, das ist ein Naturwunder in unserer Basis. Oh, ja. Okay. Ach, nicht okay. Wieso? Weiß nicht, okay klingt so. Naja, okay. Nein, so war es jetzt nicht gemeint, Herr Kuya. Kannst du den Stein so weit wie möglich nach vorne setzen, dass ich hier nicht noch eine Sealing hinhocken muss? Ich probiere es gerade. So könnte ich es machen. Sieht eigentlich ganz okay aus. Also, und okay. Ich könnte es. Jetzt sagt er selber okay, was? Du bist ist okay. So ein Doofbolzen, so. Und so. Wird das reichen? Von vorne bestimmt, oder? Schau mal. Hui. Bisschen tief. Aber fast noch eins höher bauen, die Decke da, ne? Naja, gut, tief. Für die Mantis reicht's. Ja, aber es aber so für andere wird es ein bisschen eng sein, ja. Wir müssten oder eigentlich noch eins hoch. Ach du Scheiße. Kannst du mal vorne einen anderen Stein setzen, so einen langen? Habe ich gerade keinen mehr. Hast du noch welche? Weil sonst gehe ja, ich noch am Bauen. Ich noch, hätte ich noch, dann mache ich das gerade. Gut. Ja. Das war zu wenig nach vorne. Jetzt sieht man nicht noch einen Teil von der Ceiling. Achso, okay. Moment. Mhm. So? Nein, aber ich glaube, ich muss den daneben einfach noch versetzen. Ich denke aber, so wird es besser ausschauen, ja. Komm mal nach vorne und schau. Dann müssten wir aber daneben auch noch so einen Long setzen, dass wir ganz vorne halt immer die Long nehmen. Die nicht so tief nach unten gehen. Er wirkt nicht begeistert von seiner Arbeit. Ich glaube, wir machen es wirklich noch genau eins höher. Dann haben wir die identische Höhe wie der Bogen, glaube ich. Ja. Dann sammle ich mal die Deckensteine ein. Das müssen wir machen. Das machen wir dann im Offscreen. Und dann sehen wir uns quasi nächste Folge wieder. Entweder komplett verzweifelt, Rest komplett mehr. Verzweifelt, nur noch. Ja, das kann passieren. Oder halt, wir haben es tatsächlich geschafft. Also mal schauen. Oder eine Mischung aus beiden. Das könnte auch sein. Wir haben es geschafft und trotzdem. Genau. Also, insofern wird es spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.